Ja, hallo und willkommen zu einem neuen Video von der Geldakademie. Mich freut es, dass du heute wieder mit dabei bist und zwar mit einem neuen Thema, nämlich wie können wir mit Icons online Geld verdienen. Bevor das Video losgeht, würde es mich extrem freuen, wenn ihr oben auf Abonnieren klickt, im besten Fall noch die Glocke aktiviert, damit ihr kein neues Video verpasst. Und falls euch das Video heute gefallen hat, dann gebt dem Video doch einen Daumen hoch. Das hilft mir, dem Algorithmus und noch mehr Leute können das Video sehen. Ja, wie können wir mit Icons Geld verdienen? Also ihr wisst ja, was Icons sind. Zum Beispiel in WhatsApp kann man die auswählen. In verschiedenen Genres, wie es zum Beispiel Fahrzeuge oder Essen zum Beispiel. Viele wollen aber auch ihre eigenen persönlich gestalteten Icons haben. Zum Beispiel auch, wenn man eine eigene Website baut und dann halt so Kurzbefehle mit Icons darstellen will und man sich auch sicher sein will, dass man auch die Rechte dafür hat, dann kann man eben Icons auf verschiedenen Plattformen online einkaufen. Wir wollen aber tätig sein als der Verkäufer, also wir wollen Icons verkaufen oder Icon-Pakete verkaufen. Jedoch, so wie ich habe da jetzt keine Lust, die Icons zu designen und zum anderen kann ich das auch gar nicht. Deswegen wie immer gehen wir auf Fiverr. Ich habe auch in die Videobeschreibung einen Link reingepackt. Da kommt ihr direkt auf Fiverr auf die Seite selber. Und wenn ihr dort jetzt einen Auftrag vergebt, bekomme ich da 10% Provision. Also ihr würdet mich dadurch unterstützen. Und ja, wie gesagt, der Link zu Fiverr ist in der Videobeschreibung ganz oben. Ja, ich habe es einfach mal hier oben eingegeben. Fiverr und ein Icon Set. Und dann seht ihr hier verschiedene Icons mit verschiedenen Designs. Und da könnt ihr jetzt einfach mal hier auf den hier draufklicken. Und ja, da könnt ihr eben verschiedene Pakete auswählen. Zum Beispiel hier 10 Icons, also personalisiert. Für euch designt, kostet in dem Fall 52 Euro. Aber ihr bekommt ja auch billiger. Also, wenn es jemand noch nicht so bekannt ist, wie die Person hat er ja schon hier 504 Bewertungen. Dann könnt ihr auch 10 Icons für 15 Euro bekommen. Bei jemand Unbekannten, bei dem es auch die Qualität ist nicht wirklich schlechter sein muss. Ja, das heißt Schritt 1, ihr kauft verschiedene Icons zu Überthemen. Also zum Beispiel kann man Überthema nehmen, ist nur Fahrzeuge. Dann wäre zum Beispiel ein Auto wäre drin, Motorrad wäre drin, ein Bus wäre drin, ein LKW wäre drin. Dann könnt ihr es nur Essen nehmen, wo ihr zum Beispiel verschiedene Küchengeräte drin habt. Wie irgendwie ein Topf oder ein Toaster oder ja. Das heißt, ihr kauft immer Pakete zu bestimmten Themen und dann könnt ihr auf den Plattformen, die ich euch gleich erklären werde, könnt ihr ausprobieren, welches Thema läuft gut und zu den Themen, zum Beispiel Fahrzeugen, dann nochmal ein Set hochladen, bei dem die Icons aber anders aussehen. Und so könnt ihr euch rumprobieren. Das mache ich auch immer. Ich probiere es aus, schaue, was verkauft sich und von dem, was sich verkauft, mache ich eben noch mehr. Ganz einfaches Prinzip. Könnt ihr hier im Icon-Business auch anwenden. Ja, wo könnt ihr die Icons verkaufen? Die erste Seite, die ziemlich bekannt ist, wäre hier Creative Market. Falls ihr euch schon ein bisschen mit Icons beschäftigt habt, da kommt ihr eigentlich nicht vorbei. Ziemlich große Plattform mit hohem Traffic, also mit vielen Verkäufen. Jedoch ist es dabei so, dass wenn ihr jetzt auf eine normale Art und Weise einen Account erstellen wollt, dann müsst ihr da bis zu 6 Monate darauf warten, bis ihr dort verkaufen dürft. Also viel zu lang, so lange will niemand warten. Jetzt bin ich mal hier in dem Shop-Layout drin und jetzt seht ihr hier Open a Shop. Und wenn ich dort draufklicke, dann kommt ihr hier drauf und habt jetzt 4 Möglichkeiten mit eurer E-Mail, mit Facebook, mit Google und mit Dribbble. Ja, was ist Dribbble? Im Prinzip, Dribbble heißt, das ist eine extra Plattform, die sieht in dem Fall hier so aus. Und wenn wir uns über Dribbble registrieren oder dort einen Account machen, der kostet in dem Fall hier pro Monat 5 Dollar. Und wenn wir uns mit dem Account dann bei Creative Market anmelden, dann können wir direkt starten. Also wir müssen nicht 6 Monate warten. Und der Vorteil daran liegt, ihr müsst zwar einmal 5 Dollar zahlen, aber ihr könnt dann das Abo oder euren Account wieder schließen und habt dann trotzdem einen Account bei Creative Market. Also könnt ihr ihn weiterführen und dann langfristig verkaufen.
was meiner Meinung nach eine ziemlich gute Lösung ist. Ja, jetzt haben wir Creative Market als Verkaufsplattform. Welche Plattform gibt es noch? Also wir können auch hier bei The Noun Project verkaufen. Dort könnt ihr euch direkt einen Account anlegen, also ohne lange Wartezeit. Jedoch sind die Verkaufszahlen auf Creative Market höher als bei The Noun Project. Aber wenn ihr eh schon Icons erstellt habt oder ein Icon-Paket erstellt habt, dann könnt ihr ja das Paket auf verschiedenen Marktplätzen hochladen. Also schön diversifizieren, auch wenn ihr da weniger verdient auf anderen Plattformen. Die paar Euros könnt ihr auch noch mitnehmen. Und so, da gibt es ja für Icons gibt es so viele Plattformen. Also da könnt ihr eigentlich 10 Plattformen nehmen. Und wenn ihr dann, Entschuldigung, wenn ihr dann ein Paket erstellt habt, dann ladet es einfach überall hoch und verdient doppelt und dreifach damit noch mit. Ja, jetzt sind wir hier bei den Noun Projects, also alles im dunklen Design eher. Und wenn ihr jetzt verkaufen wollt, dann könnt ihr hier auf Submit Icons drauf gehen. Und dann seid ihr hier auf dem Fenster und dann einfach hier auf Start Uploading. Ja, da geht ihr ein bisschen runter, Upload Icons. Also der Prozess ist ziemlich einfach. Dann könnt ihr entweder hier ein einzelnes Icon hochladen, also personalisiert designt. Aber was ich machen würde, ich würde Kollektionen hochladen, da Kollektionen am meisten gefragt sind. Jetzt wäre die Frage zum Beispiel, welches Überthema nehmen wir hier? Können wir es mal Vehicles eingeben? Create Collection. Und jetzt müsste ich eben hier die Datei hochladen, die mir davor der Freelancer auf Fiverr geschickt hat. Und wenn ich sie hochgeladen habe, dann gebe ich einfach noch ein paar Tags hinzu, also ein paar Keywords, damit das Paket auch gefunden wird. Also irgendwie wie Car oder Lorry oder einfach hier verschiedene Keywords, die eben dazu passen. Und ja, dann ist euer Paket online. Und dann könnt ihr schauen, verkauft sich nicht. Kann ich eventuell eine neue Kollektion machen? Ein Nachfolger von der ersten Kollektion. Ja, so einfach den Markt beobachten. Aber wie gesagt, Icons sind ein gutes Nebeneinkommen. Also ihr könnt auf jeden Fall 500 bis 1000 Euro verdienen. Also ohne Probleme. Aber ihr müsst da schon viele verschiedene Sets erstellen. Also ihr könnt es nicht erwarten, dass ihr ein Set erstellt für 25 Euro. Und dann auch 25 Euro im Monat verdient. Da verdient ihr vielleicht 10% davon im Monat. Also sowas bei mir immer so Richtung 100%. Also wenn ich ein Set erstelle für 25 Euro, dann verdiene ich damit vielleicht 1,80 € im Monat. Also auch meine ehrliche Antwort, weil viele sagen ja hier 3000, 4000 Euro easy going, aber ein Set erstellt maximal 10% im Monat von dem, was das Set gekostet hat. Aber wie ich finde, auf jeden Fall eine gute Rendite, wenn man es vergleicht mit dem Aktienmarkt. Deswegen, wenn ihr mit geringem Risiko, mit geringem Eigenkapital starten wollt, dann versucht doch das Icon-Business. Wie gesagt, Schritt 1 wäre auf Fiverr euch einen Account zu erstellen. In der Videobeschreibung ganz oben habe ich einen Link drin, der direkt zu Fiverr führt. Wie gesagt, ich bekomme da 10%. Bekomme ich da als Affiliate, wenn ihr jetzt jemand beauftragt, das heißt, wenn ihr jemand beauftragt für einen Umsatz von 25 Euro, bekomme ich davon 2,50 € als Provision, aber euch entstehen dadurch keine Mehrkosten. Ja, wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, dann geht dem Video doch einen Daumen hoch. Falls ihr noch nicht abonniert habt, dann abonniert doch. Und ich würde sagen, danke, dass ihr bis zum Schluss vom Video mit dabei wart. Wir sehen uns in einem nächsten Video. Ciao.